Hallo zusammen, im Video heute geht es um den Notgroschen. Wie hoch sollte der sein, wo bewahrt man ihn auf und durch welchen Fehler wird der Notgroschen absolut nutzlos? Im Internet liest man immer wieder von 3 bis 6 Monatsgehältern, die man als Notgroschen ansparen soll, bevor man investiert. Aber unabhängig vom Investieren denke ich mal, jeder Mensch braucht einen Notgroschen. Denn auch wer keine Aktien kauft, bei dem wird die Waschmaschine mal kaputt. Zur Höhe des Notgroschens sollte man sich einerseits überlegen, wo kommt im Moment das Geld her und könnte diese Einkommensquelle versiegen, also entweder indem ich arbeitslos werde oder indem auch zum Beispiel mein erwerbstätiger Partner stirbt. Und zweitens, was muss ich mit diesem Geld alles abdecken oder welche Notfälle muss ich abdecken können? Selbstständige müssen natürlich ganz anders planen und viel mehr Notgroschen vorhalten, aber ich denke, dieser Fall mit Arbeitslosengeld ist in Deutschland relativ überschaubar, nachdem man ja, wenn man gearbeitet hat, Arbeitslosengeld kriegt. Schwerwiegender sind in meinen Augen dann schon diese Notfälle, zu denen es kommen kann. Also klassisch sind natürlich alle Haushaltsgeräte von Spülmaschine, Waschmaschine, Herd, die kaputt gehen können und dann meistens relativ schnell ersetzt werden sollen. Also ich möchte keinen einzigen Tag ohne Spülmaschine leben. Und dann natürlich auch das Auto. Um noch größere Summen geht es meistens bei der Wohnsituation. Entweder man hat sein eigenes Haus, dann können natürlich riesige Reparaturen wie die Heizung anstehen. Oder, und die Situation vernachlässigen in meinen Augen einige Leute, man wohnt mit einem Partner zusammen, entweder vielleicht zur Miete oder ihm gehört das Haus. Dann möchte ich doch in der Lage sein, da im Notfall auch auszuziehen. Das heißt, ich muss genügend Geld haben, um eine Kaution für eine Wohnung zu bezahlen. Vielleicht, wenn mir die Einrichtung nicht gehört, irgendeine Art von Ersteinrichtung, irgendeinen Möbeltransport. Falls man verheiratet war, braucht man dann meist auch frühzeitig einen Anwalt, den man bezahlen können muss. Wenn es nun darum geht, wo man den Notgroschen aufbewahrt, dann wird immer wieder das Tagesgeldkonto empfohlen, was ja auch eine gute Möglichkeit ist. Ich würde allerdings nicht zu viel Arbeit in die Recherche reinstecken, um 0, irgendwas Prozent mehr Zinsen zu bekommen. Wenn man nun einen kleinen oder mittelgroßen Notgroschen hat, ich rechne mal beispielsweise mit 6.000 Euro, dann bekommt man bei 2% Zinsen im Jahr darauf 120 Euro Zinsen. Dann muss man sich mal selber überlegen, wie groß müsste denn der Zinsunterschied sein, damit ich die Bank wechseln würde. Weil es ist ja jedes Mal ein Aufwand zu recherchieren, sich da zu legitimieren, dieses Ausweisverfahren zu machen und so weiter. Ich persönlich habe meinen Notgroschen nicht auf dem Tagesgeldkonto liegen, sondern ich habe was anderes gemacht. Und zwar habe ich ein zweites Girokonto, was keine oder ganz wenig Gebühren kostet. Und habe damit den Vorteil, dass ich noch eine zweite Karte habe, dass ich eine zweite PIN habe. Das ist mir nämlich dieses Jahr erst passiert, dass mir einfach so von heute auf morgen die PIN meiner Karte nicht mehr eingefallen ist. Sicherheitsbewusst wie ich bin, hatte ich mir die natürlich auch nirgends aufgeschrieben. Und ich habe dann die Bank angerufen, die haben mir gesagt, na gut, das würde eine Woche dauern, bis eine neue Karte und eine neue PIN-Nummer und so weiter bei mir sind. Ich soll doch vielleicht lieber nochmal nachdenken, ob es mir nicht noch einfällt. Und es ist mir dann tatsächlich auch nach 3 oder 4 Tagen. Aber ich war froh, dass ich in der Zeit einfach einkaufen und weiter bezahlen konnte mit der anderen Bankkarte. Auch im Ausland ist mir das lieber, dass ich noch irgendwas zur Sicherheit habe, falls die eine Karte da an den Automaten nicht genommen wird. So, nun zu einem Fehler, den ich schon öfter bei anderen Leuten gesehen habe und der natürlich den Notgroschen sofort nutzlos macht, ist der folgende. Selbst wenn man in einer Partnerschaft lebt und normalerweise ein Gemeinschaftskonto hat, ist es unbedingt notwendig, dass der Notgroschen auf den eigenen Namen irgendwo separat angelegt ist. Wenn ich mich trennen will, räumt doch sonst der Partner eventuell das Gemeinschaftskonto recht schnell leer oder gibt einem keinen Zugriff mehr auf die Konten, auf die man normalerweise Zugriff hatte. Auch die glücklichste Partnerschaft kann sich in eine ganz ungeplante Richtung entwickeln. Und um dann ausziehen zu können oder meine eigenen Schritte einleiten zu können, brauche ich mein eigenes Geld, auf das ich Zugriff habe und das mir auch nicht im Streitfall oder im Konflikt der Partner irgendwie den Zugriff nehmen oder das Geld abräumen kann. So, das waren jetzt meine Gedanken zum Thema Notgroschen. Wenn ihr noch Notfälle habt, an die normalerweise keiner denkt, schreibt doch mal in die Kommentare.